Liebe Sternenfreundinnen und Freunde, der Sommer wird heiß in jeder Hinsicht. Kampfplanet Mars beginnt am 28. Juni seinen mehr als sechsmonatigen Transit durch den feurigen Widder. Was das für euch bedeutet und natürlich auch wie die sonstigen Sterne für euch stehen, darum geht's in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast mit den Tendenzen für die 12 Sternzeichen im Juli. Der Mars beginnt jetzt seinen langen Marsch durch den Widder. Wichtige Nachrichten gibt es auch von Saturn. Der wird sich wieder aus dem Wassermann zurückziehen und nochmal bis Dezember in den Steinbock zurücklaufen. Der Merkur ist noch rückläufig im Krebs und bildet den ganzen Monat über Spannungen zu Mars. Das heißt, wir müssen unsere Worte auf die Goldwaage legen. Die Timecodes zu euren Horoskopen findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Aber bevor ihr dahin klickt, habe ich noch ein paar wichtige Infos zu den Konstellationen für euch. Der Mars wird in den nächsten sechs Monaten Spannungen zu fast allen Planeten aufbauen, vor allem zu Jupiter, Saturn und Pluto im Steinbock. Und das ist schon recht heftig. Ich bin darauf in den Sternzeichenhoroskopen in diesem Video schon mal eingegangen. Aber die können natürlich nicht das Geburtshoroskop ersetzen. Wenn ihr ganz genau wissen wollt, wo sich der Mars-Transit in eurem individuellen Horoskop auswirkt, dann habe ich an euch gedacht und ein neues Produkt entwickelt, nämlich die schriftliche Mars-Analyse. Von mir und meinem Team für euch von Hand gedeutet. Die könnt ihr ab sofort auf meiner Homepage bestellen. Ihr bekommt dann eine schriftliche Auswertung über den Mars-Transit für das kommende halbe Jahr. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Und eine der schriftlichen Mars-Analysen könnt ihr auch in meiner Verlosung gewinnen. Mehr Infos dazu dann am Ende des Videos im Service-Teil. Und den habe ich auch in den Timecodes aufgelistet. Und hier ist meine Gewinnerin aus der Verlosung vom Juni. Da gab es eins meiner neuen Produkte, das Kinderhoroskop oder das Liebeshoroskop zu gewinnen. Sandra Sandler. Herzlichen Glückwunsch, liebe Sandra. Du darfst dir eins dieser Horoskope aussuchen. Bitte schreib mir eine E-Mail unter service@antonialangsdorf.com, damit wir dir deinen Gewinn schicken können. Mehr über die kosmische Schwingung und die Stimmung erfahrt ihr auch in meinem aktuellen Video zum Mondzyklus vom 21. Juni bis 20. Juli mit der Sonnenfinsternis. Das solltet ihr euch auf jeden Fall auch anschauen, denn die Sonnenfinsternis wirkt auch langfristig. Und jetzt beginnen wir mit den Sternzeichenhoroskopen und wir fangen wie immer an mit den Widdergeborenen und Widderaszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widderaszendenten, lauft euch schon mal warm. Für euch beginnt nun der Mars-Marathon. Vom 28. Juni bis zum 6. Januar 2021 wird der Powerplanet sich in eurem Zeichen aufhalten, weil er dort zwischen September und November rückläufig wird. Seid ihr bereit? Das ist eine große Sache für euch, denn der Mars ist der Herrscherplanet der Widdergeborenen und wird euch deshalb mit seiner Energie regelrecht aufladen. Am besten kann man die Kräfte des Mars beim Sport und beim Sex austoben, denn er steht für die Muskeln, die Antriebskraft und den Sexualtrieb. Das ist jetzt also zum Beispiel die Gelegenheit, falls ihr schon lange wieder mehr Sport machen wolltet, nun damit anzufangen. Wenn ihr einen Liebespartner oder Partnerin habt, seid ihr wahrscheinlich voller Lust und Motivation, euch erotisch zu betätigen. Auf der beruflichen Ebene ist das eine Zeit, in der man gerne Entscheidungen trifft und sich durchsetzt und die Initiative ergreift. Und das alles gilt eben jetzt nicht nur für die nächsten sechs Wochen, sondern für die nächsten sechs Monate. Demgegenüber gibt es natürlich auch ein paar Sachen zu beachten mit dem Mars. Der steht nämlich auch für Aggression, Wut und egoistisches Verhalten. Wenn es schlecht läuft, werden sich die Menschen in eurem Umfeld beklagen, dass ihr auf einmal so egoistisch seid. Oder ihr seid einfach gereizter als sonst und werdet schneller wütend. Außerdem steht der Mars auch für das Immunsystem. Mit starken Marskräften kann es zu überschießenden Immunreaktionen, sprich Allergien, kommen. Und wenn ihr euch verletzt, kann das starke Entzündungsreaktionen nach sich ziehen. Das Verletzungsrisiko kann allgemein steigen, weil man rücksichtsloser gegen sich selbst wird und zu spontanen Aktionen neigt, ohne richtig hinzuschauen. Deswegen, starke Marskräfte erfordern auch ein verantwortliches Handeln und strategisches Denken, damit sie nicht sinnlos verpuffen oder gar zu Schäden führen. Deswegen macht euch einen Plan, wohin ihr diese Kräfte konstruktiv lenken wollt. Weil gleichzeitig die Powerplaneten Jupiter, Saturn und Pluto bei euch im Karrierehaus stehen,
wird es für viele Widder eine Zeit größerer Anstrengungen und möglicher Erfolge. Dabei ist sportlicher und spielerischer Ausgleich sehr wichtig. Wenn ihr in dieser Zeit nur am Schreibtisch sitzt oder euch in einer Jobsituation befindet, die euch auf die Nerven geht, dann ist der Ärger programmiert. Beruflich wäre es ideal, wenn ihr ein längerfristiges Projekt hättet, bei dem ihr das Sagen habt und Sachen eigenverantwortlich voranbringen könnt. Jetzt im Juli wird der Mars durch die erste und zweite Dekade des Zeichens Widder laufen und dabei einige Spannungsaspekte bilden. Das heißt, es können sich schon in diesem Monat Situationen ergeben, in denen ihr getestet werdet, ob ihr mit den Marskräften verantwortungsvoll umgehen könnt. Gleich der Vollmond in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 5. Juli, ist spannungsgeladen und kann die Gefühle hochkochen lassen. Möglich, dass es zu Auseinandersetzungen kommt, und zwar in der Familie oder mit Leuten, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, weil man sich über Pläne oder auch die Haushaltsführung nicht einigen kann. Problemgespräche und Grundsatzdiskussionen solltet ihr trotzdem im Juli weiträumig aus dem Weg gehen, wenn das irgendwie geht. Denn der Merkur im Krebs steht den ganzen Monat über in Spannung zum Mars und das fördert Missverständnisse. Merkur im Krebs zeigt außerdem Menschen, die sehr empfindlich auf Alleingänge oder Ego-Verhalten eurerseits reagieren. Zum Glück steht die Venus günstig zum Mars und das sorgt für Ausgleich. In Partnerschaften ist das günstig für gemeinsame Aktivitäten, auch in erotischer Hinsicht, die verbinden und schöne Erinnerungen schaffen. Das ist auch ein toller Aspekt für angenehme Zeiten mit guten Freunden und für die Singles steigen dadurch die Chancen, bei Flirts erfolgreich zu sein. Beruflich steht die Venus sehr günstig für Marketingaktivitäten. Bei Meetings könnt ihr gute gemeinsame Ergebnisse erzielen. Ihr müsst allerdings noch bis zum 12. Juli mit Verzögerungen rechnen, weil der Merkur noch so lange rückläufig ist. Ein gutes Zeitfenster für Absprachen und Erfolge ist der 13. Juli bis zum 23. Am 20. Juli haben wir dann den Neumond und der findet wie auch schon die Sonnenfinsternis im Juni wieder im Zeichen Krebs statt. Themen rund um eure Familie, euer Heim und eure Wohnsituation bleiben also wichtig. Trotzdem solltet ihr Grundsatzdiskussionen möglichst noch bis Anfang August vermeiden. Danach wird es wesentlich leichter ins Gespräch zu kommen und einen Konsens zu finden. Beruflich sind die letzten Tage des Monats teilweise herausfordernd, vor allem wenn es um Fragen der Gerechtigkeit geht. Auch hier gilt, dass es günstiger sein kann, strittige Themen erst Anfang August anzusprechen. Am 22. Juli um 10.37 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Löwen und steht dann für 4 Wochen günstig für euch im Haus der Lebensfreude. Dabei aktiviert sie den Chiron bei euch im Zeichen und das würde ich als Heilung durch Lebensfreude deuten. Deshalb schaut, dass ihr bis Ende des Monats Zeit mit lieben Menschen und schönen Aktivitäten als Ausgleich für möglichen Stress einplant. Wenn ihr mehr über den wichtigen Mars-Transit erfahren wollt, empfehle ich euch die neue schriftliche Mars-Analyse. Gibt's auf meiner Homepage. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Viele Konstellationen stehen in Harmonie zur Stiersonne und der Kosmos sendet euch gute gedankliche Inspirationen. An Ideen dürfte es nicht mangeln, deshalb solltet ihr ein Notizbuch bereithalten, um aufzuschreiben, was euch alles einfällt. Es kann nur sein, dass ihr euch teilweise etwas schlapp und antriebslos fühlt, denn für das Stierkollektiv zieht sich Powerplanet Mars ab dem 28. Juni ins versteckte 12. Haus zurück und das für die nächsten 12 Monate. Da kommt es nun aber sehr darauf an, wie euer individuelles Horoskop aussieht, ob ihr beispielsweise auch Planeten im Widder habt, die dann vom Mars aktiviert werden, oder ob ihr einen anderen Aszendenten habt und der Mars im individuellen Horoskop nicht ins 12. Haus fällt. Das würde dann eure Tendenzen nochmal deutlich modifizieren. Schaut dann auf jeden Fall auch noch in das Video eures Aszendentenzeichens. Alternativ könnt ihr auch meine neue schriftliche Mars-Analyse mit allen Aspekten von Mars in eurem individuellen Horoskop bestellen. Die kollektive Tendenz bei den Stieren ist jedenfalls die, dass sie sich gelegentlich zurückziehen und hinter den Kulissen werkeln möchten und einfach auch mal mehr Pausen brauchen. Der Mars im 12. Haus kann auch versteckte Feinde anzeigen, also vielleicht Leute, die hinter eurem Rücken gegen euch intrigieren. Oder im übertragenen Sinne auch unsichtbare Feinde wie Viren und Bakterien. Insofern kann es sein, dass euer Immunsystem in den nächsten Monaten etwas geschwächt ist.
Es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn ihr bei der Ernährung darauf achtet, genug Frisches und Vitamine zu euch zu nehmen und für sportlichen Ausgleich sorgt. Davon abgesehen haben viele Stiere aber auch einen sehr energiegeladenen Start in den Monat, denn die Sonne steht günstig für euch. Und außerdem befindet sich ja auch Uranus bei euch im Zeichen und verbreitet zumindest eine starke geistige Energie, die Lust auf Neues macht. Und gleich zwei Neumonde, nämlich die Sonnenfinsternis vom 21. Juni und auch der Neumond vom 20. Juli, fallen bei euch ins dritte Haus des Lernens und der Kommunikation. Der Vollmond am 5. Juni aktiviert dann euren Spaß am Projekteplanen und lässt euch über die Zukunft nachdenken. Je nachdem, wie ihr vernetzt seid, bekommt ihr auch viele Anfragen von Leuten, die gerne etwas Berufliches mit euch unternehmen würden. Auch wenn ihr schreibt oder bloggt oder aktiv mit Social Media arbeitet, dürfte das ein sehr guter Monat für euch werden. In der ersten Julihälfte kann es dahingehend noch Verzögerungen geben, weil der Merkur rückläufig ist, aber man kann ja schon mal Ideen sammeln und Pläne machen. In der zweiten Monatshälfte setzt sich diese super inspirierte Phase fort und dann könnt ihr bestimmt einige Ideen umsetzen. Macht euch trotzdem die Mühe, ganz genau hinzuschauen, ob vielleicht der eine oder andere noch eine versteckte Agenda hat oder ob ungelöste Gefühlsprobleme irgendwelche Entscheidungen behindern. Grundsatzdiskussionen oder kritische Auseinandersetzungen stehen im Juli nicht unter guten Sternen. Jedoch kann es sein, dass ihr als Schlichter oder Tröster gefragt seid und in heiklen Situationen helfend eingreifen könnt. In der Liebe müsst ihr ein bisschen selbst die Initiative ergreifen. Gut stehen die Sterne für süße Liebesnachrichten und überhaupt die Kommunikation mit euren Liebsten. Wobei ihr in der ersten Monatshälfte anfangs noch auf Missverständnisse achten müsst. Nicht, dass eure Nachrichten die falsche Person erreichen. Die besten Zeiten zum Flirten bieten sich in der ersten und in der letzten Woche des Monats an. Am 12. Juli wird der Merkur wieder direktläufig. Danach können Pläne Gestalt annehmen. Die Venus steht weiterhin in den Zwillingen, beim Stierkollektiv im Geldhaus. Das beste Zeitfenster für wichtige Finanzentscheidungen oder Verträge ist die Zeit vom 13. bis 23. Juli. Danach könnte die Einschätzung finanzieller Angelegenheiten bis zum Monatsende etwas getrübt sein. Am 20. Juni ist dann der nächste Neumond, der wie gesagt auch nochmal im Krebs stattfindet und erneut den Bereich für Wissen, Lernen und Marketing aktiviert. Auch neue Initiativen mit Geschwistern oder Nachbarn sind dann begünstigt. Dabei immer darauf achten, dass möglichst keine strittigen und heiklen Themen aufkommen können. Am 22. Juli geht die Sonne dieses Jahr in den Löwen und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen den Bereich des Wohnens und der Familie bei euch. Da kann es zum Beispiel darum gehen, ob ihr genug Raum für Rückzug habt, beispielsweise um zu meditieren. Das würde euch nämlich gut tun. Möglich ist auch, dass ihr in den nächsten Wochen einen regelrechten Drang verspürt, euer Zuhause zu verändern und vieles neu zu arrangieren oder dass ihr dringend mal einen Tapetenwechsel braucht. Mehr dazu dann im nächsten Video. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Aszendenten. Für euch beginnt am 28. Juni eine Phase von gut 6 Monaten, in der Powerplanet Mars günstige Aspekte zur Zwillinge-Sonne bildet, und zwar aus eurem kosmischen Freundschaftshaus heraus. Das ist grundsätzlich erstmal eine gute Nachricht, denn das spricht zum Beispiel dafür, dass ihr gemeinsam mit Freunden etwas auf die Beine stellen könnt. Und beruflich trefft ihr jetzt auf Kontakte aus eurem Netzwerk, die die Initiative ergreifen und interessante Vorhaben präsentieren. In der ersten Monatshälfte ist aber noch Vorsicht geboten, weil der Merkur noch rückläufig ist. Ihr neigt dazu, euch locker und leicht auf eine Sache einzulassen, vor allem wenn sie interessant erscheint, aber rechnet damit, dass sich anfangs noch Verzögerungen und fehlende Informationen störend bemerkbar machen. Solche Probleme können schon in den ersten Tagen des Monats hervortreten und sich zu Vollmond am 5. Juli zuspitzen, und der fällt bei euch auf die Werteachse. In der zweiten Monatshälfte könnt ihr aber das eine oder andere gute Projekt auf den Weg bringen. Weil aber insgesamt einige Spannungen am Himmel herrschen, solltet ihr damit rechnen, dass Menschen aus eurem geschäftlichen oder auch privaten Umfeld sich untereinander nicht einig sind oder unausgegorene Ideen mitbringen. Das führt dann zu Spannungen, auch wenn ihr selbst damit vielleicht gar nichts zu tun habt.
sehr günstig ist, dass die Venus noch einen weiteren Monat bei euch im Zeichen verbringt, so dass ihr erstens finanziell bei diversen Gelegenheiten gut abschneidet und zweitens durch Freundlichkeit und Verbindlichkeit so manches Problem ausgleichen könnt. Das beste Zeitfenster für Verhandlungen und neue Initiativen ist zwischen dem 13. und 23. Juli. Für die Liebe stehen sowohl die Venus als auch der Mondknoten sehr günstig in eurem Zeichen, sodass ihr flirten könnt und neue Leute kennenlernt. In den ersten 2 Wochen kann noch die eine oder andere Liebesnachricht fehlgehen oder man verpasst sich bei einer Verabredung oder vergisst das Smartphone zu Hause. Seid da ein bisschen achtsam. Es kann sein, dass ein Flirtpartner regelrecht beleidigt ist, wenn es zu einem solchen Missverständnis kommt. Aber ihr seid so charmant, euch kann sowieso keiner böse sein. Auch für eure festen Beziehungen stehen die Sterne im Großen und Ganzen günstig, vor allem wenn ihr mit gemeinsamen Freundinnen und Freunden etwas unternehmt. Die etwas problematischen und angespannten Konstellationen betreffen zwar nicht direkt die Zwillinge Sonne, aber es kann gut sein, dass es im Freundeskreis zu Schwierigkeiten kommt und man euch dann hinzuzieht. Ich würde euch aber raten, euch aus Problemgesprächen herauszuhalten und stattdessen lieber für heitere Ablenkung zu sorgen, zum Beispiel um Freunde mit Liebeskummer auf andere Gedanken zu bringen. Wenn ihr gebeten werdet, in einem Beziehungskrach zu schlichten, kann es sein, dass ihr zwischen die Fronten geratet. Also Vorsicht. Und die Sterne raten auch davon ab, im Freundeskreis Geld zu leihen oder zu verleihen. Die Sonnenfinsternis mit dem Neumond vom 21. Juni fiel ja bei euch ins Geldhaus und auch der Neumond am 20. Juli findet dort statt. Insofern können Geldangelegenheiten ein wichtiges und eventuell auch heikles Thema für euch sein. Da solltet ihr sehr achtsam mit umgehen. Es kann auch um gemeinsame Werte mit dem festen Partner oder Partnerin oder mit Geschäftspartnern gehen, die zur Disposition stehen und eventuell auch im Zuge der Corona-Krise neu geordnet werden müssen. Am 22. Juli geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Löwe und bildet dann für 4 Wochen sehr günstige Aspekte für euch, die euch inspirieren und anregen. Falls ihr journalistisch tätig seid, schreibt oder bloggt oder mit der Werbebranche zu tun habt, sind das gute Wochen für euch, in denen euch viel einfällt und ihr auch gut neue Produkte lancieren könnt. Ihr müsst dabei nur beachten, dass die Venus in eurem Zeichen zum Monatsende hin nochmal einen Unklarheitsaspekt zu Neptun bildet. Und das heißt, euch kann vorübergehend die Einschätzung von Geschäften oder auch persönlichen Begegnungen abhanden kommen. Wenn euch also Situationen, Abläufe oder auch Personen undurchschaubar erscheinen, dann solltet ihr das ruhig ernst nehmen. Nehmt euch dann die Zeit, euch genauer mit der Angelegenheit zu beschäftigen und lasst euch nicht zu einer Entscheidung drängen. Der Monat klingt aus mit sehr schönen Liebes- und Flirtchancen. Dann habt ihr richtig Lust auf die Liebe oder eine kreative Unternehmung mit netten Leuten. Hallo, ihr liebevollen Krebsgeborenen und Krebsaszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Juli Geburtstag habt. Euch würde eine Reise an ein Gewässer jetzt gut tun. Versucht doch mal, ob ihr trotz bestehender Einschränkungen eine kleine Flucht in den Urlaub hinbekommt. Es muss ja nicht unbedingt ein Meeresstrand sein, ein romantischer See tut es auch oder eine schöne Wanderung entlang eines Flusses. Hauptsache, ihr könnt die Seele baumeln lassen und euer Element Wasser wieder mal spüren. Für viele Krebsgeborene ist auch die Beschäftigung mit Natur und Tieren eine Wohltat für die Seele. Warum ich das sage? Weil ihr jetzt häufig im Mittelpunkt steht und nicht nur deswegen, weil ihr Geburtstag habt. Der Neumond mit der Sonnenfinsternis am 21. Juni war ja im Krebs und auch der nächste Neumond am 20. Juli findet bei euch im Zeichen statt. Und der Vollmond am 5. Juli im Steinbock fällt in euer Partnerhaus. Das heißt, ihr seid gefordert, euer Leben und eure Beziehungen aktiv zu gestalten und nicht zu warten, bis jemand anders etwas für euch tut oder dass der feste Partner euch Sachen abnimmt. Jetzt kommt's auf euch an. Gegebenenfalls gibt es auch wichtige Sachen in eurer Familie zu regeln oder ihr verspürt das Bedürfnis, euch um eure eigene Seele und euer inneres Kind zu kümmern. Was es auch ist, nehmt es in Angriff und übernehmt selbst Verantwortung für eure Weiterentwicklung. Ihr werdet sehen, Partner und Familie ziehen mit, wenn sie merken, dass es euch ernst ist. Allerdings stehen die Sterne nicht gut für Grundsatzdiskussionen oder um Schuldfragen zu klären. Heikle Themen solltet ihr, wenn möglich, den ganzen Monat über ausblenden.
Bis zum 12. Juli ist der Merkur in eurem Zeichen rückläufig und bildet fast den ganzen Monat über Spannungsaspekte zu Mars und Chiron. Da sind Streitereien programmiert. Bleibt bei euch und stellt erstmal nicht zur Diskussion, was euch bewegt, beziehungsweise nur bei Menschen, denen ihr völlig vertrauen könnt. Denn wenn jemand kritisch ist und euch reinreden will, kann euch das sehr irritieren. Anfang August lässt die allgemeine Empfindlichkeit nach. Beruflich wird es nun sehr spannend in eurem Leben, denn der Mars im Widder bringt ab dem 28. Juni eine Menge Energie in euer Horoskop. Er wird sich für das Krebskollektiv und viele Krebsaszendenten mehr als 6 Monate im Karrierehaus aufhalten. Und das ist immer eine Zeit, in der man dazu neigt, sich beruflich zu verausgaben. Oft auch verbunden mit neuen Initiativen, einem zunehmenden Ehrgeiz und dem Wunsch, sich durchzusetzen. Aber mit dabei stehen auch Chiron und Lilith und das bedeutet, dass ihr auf Widerstand stoßt oder vielleicht auch unglücklich seid, weil es an eurem Arbeitsplatz ungerecht zugeht, sei es gegen euch selbst oder gegen andere. Das sind alles Sachen, die Nerven kosten. Ihr könnt erfolgreich sein, auf jeden Fall, aber es wird schwer, das immer auf eine harmonische Weise zu erreichen. Deswegen nehmt euch vor, einen guten Rhythmus zu finden, in dem ihr arbeiten und dann auch wieder auftanken und euer Privatleben pflegen könnt. Je mehr ihr dem Mars-Transit mit Gelassenheit begegnen könnt, weil ihr ausgeruht seid und was für eure Seele getan habt, desto besser. Der Saturn ist inzwischen wieder in den Steinbock zurückgelaufen und gesellt sich zu Jupiter und Pluto in eurem Partnerhaus. Das bedeutet, dass Partnerschaften und Begegnungen anspruchsvoll und tiefschürfend sind und dass es nicht immer leicht ist, sich gemeinsam mit den Liebsten zu entspannen. Vielleicht hat auch euer Partner viel Stress, zum Beispiel wegen der Auswirkungen der Corona-Krise. Ein Schlüssel für Zufriedenheit und gute Anregungen können eure Freundschaften sein. Überraschungsplanet Uranus steht bei euch im Haus der Freundschaften. Deshalb wundert euch nicht, wenn jemand sich Unerwartetes zu eurem Geburtstag einfallen lässt, vielleicht sogar eine Überraschungsparty. Falls ihr selbst eine Feier organisiert, denkt dran, dass Merkur anfangs noch rückläufig ist und achtet darauf, dass alle Einladungen auch wirklich die Adressaten erreichen. Und nehmt Missverständnisse oder Versäumnisse bitte nicht zu persönlich, ist wahrscheinlich nicht so gemeint. Ab dem 12. Juli ist der Merkur wieder direktläufig, doch die gereizte Atmosphäre mit Mars hält weiter an. Am besten, ihr redet nicht über Probleme, sondern über Pläne und Sachen, die gut laufen. Auch der gemeinsame Genuss von Musik und guten Filmen wirkt verbindend und ausgleichend für eure Beziehungen. Am 20. Juli haben wir, wie gesagt, den zweiten Neumond im Krebs. Ihr steht also weiterhin im kosmischen Fokus. Das bedeutet, dass ihr in eurem Leben aktiv werden und an eurer Zukunft arbeiten solltet und entweder integrieren oder loslassen, was euch daran hindert. Am 22. Juli um 10.37 Uhr verlässt die Sonne dieses Jahr euer Zeichen und zieht weiter in den Löwen. Sie aktiviert dann für 4 Wochen den Bereich eurer Besitztümer und eures Selbstwerts und läutet eine Phase ein, in der ihr berufliche und finanzielle Fortschritte erzielen könnt. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Juli Geburtstag habt. Venus und Mars stehen sehr gut für Unternehmungen mit Freunden und netten Leuten, sodass ihr Lust bekommt, euren Geburtstag zu feiern. Vielleicht gehört ihr auch zu denjenigen, die schon ein Ticket an einen Strand ergattert haben. Genießt es! Der Mars beginnt am 28. Juni seinen 6-monatigen Transit durch den Widder und aktiviert während der ganzen Zeit euer 9. Haus der Reisen und des Fernwehs. Dabei wird er die ganze Zeit günstig zur Löwesonne stehen. Ihr gehört also zu denjenigen, für die der Mars-Transit die Kräfte stärken kann und einige positive Aussichten verheißt. Jedoch steht er dabei über weite Strecken in Spannung zu den Steinbock-Planeten und die fallen beim Löwe-Kollektiv ins Haus der Arbeit und Gesundheit. Es sind also Konflikte denkbar zwischen eurem Wunsch, euch freier zu bewegen oder eine Reise zu unternehmen und den Erfordernissen am Arbeitsplatz. Möglich auch, dass ihr zu denjenigen gehört, die sich von den weiterhin bestehenden Einschränkungen und Gesundheitsmaßnahmen in ihrer persönlichen Freiheit beschnitten fühlen und gelegentlich zur Rebellion neigen. Vielleicht müsst ihr aber auch selbst für eure Gesundheit etwas tun und das erweist sich als komplizierter als gedacht. Vielleicht spürt ihr das schon zu Vollmond am 5. Juli. Der Mond steht dann nämlich im Steinbock und aktiviert diese Tendenzen.
Gleichzeitig betont die Sonne euer 12. Haus der Spiritualität und des Rückzugs. Vielleicht wäre es eine gute Idee, zu Vollmond eine kleine Meditation oder ein Ritual zu machen, das euch hilft, die Situation zu akzeptieren, euch zu entspannen und das Beste draus zu machen. Sehr schön stehen die Sterne für alle Löwen, die spirituell arbeiten oder ihr Wissen als Coach oder Lehrer weitergeben. Für sie stehen Mars, Chiron und Lilith inspirierend und der Merkur im 12. Haus bringt tiefe Eingebungen und Weisheiten in der Stille. Wenn ihr da vielleicht an neuen Konzepten arbeitet, könnt ihr den Juli über tolle Ideen sammeln und habt gute Einfälle. Die solltet ihr jedoch erstmal für euch behalten. Ab Mitte Juli ist es günstiger, aber am besten wäre der August, um mit neuen Konzepten an eure Klienten und Kunden heranzutreten oder in die Öffentlichkeit zu gehen. Für Löwen mit normalen Jobs sieht es nach einer etwas anstrengenden Phase aus. In den ersten beiden Wochen ist der Merkur rückläufig mit den üblichen Missverständnissen und Verzögerungen. Und die Steinbockplaneten zeigen, dass ihr es mit kritischen oder ängstlichen Leuten zu tun habt, die auf die Einhaltung aller Vorschriften pochen und euch damit eventuell das Leben schwer machen. Wenn ihr als Heiler tätig seid, habt ihr einerseits sehr gute Tendenzen, doch bekommt ihr möglicherweise Probleme mit Verordnungen und Vorschriften, die ihr einhalten müsst und die eure Abläufe komplizierter machen. Besser sieht's aus für alle Löwen, die selbstständig sind und mit beruflichen Netzwerken zu tun haben. Für sie sind die Tendenzen durchaus günstig. Bei allem zeigt der Einfluss von Uranus, dass es immer wieder auch unerwartete Wendungen in eurem Berufsleben gibt, jedoch auch verbunden mit plötzlichen Chancen, die man dann eventuell rasch ergreifen muss. Das beste Zeitfenster für spontane Entwicklungen und gute Abschlüsse ist zwischen dem 13. und 23. Juli und dann ist auch der Merkur wieder direktläufig. Die Liebesplaneten stehen, wie gesagt, günstig. Das sollte für Single-Löwen die Flirtchancen erhöhen, ganz besonders, wenn ihr es tatsächlich schafft, mal wieder unterwegs zu sein und Urlaubsfeeling zu genießen. Die liierten Löwen haben eine zärtliche Verbindung zum Partner und sollten sich nicht scheuen, bei beruflichen Konflikten und Anstrengungen ihren Schatz um Rat und Hilfe zu bitten. Schöne Momente mit dem Partner helfen euch dabei zu entspannen und dann kommt ihr auf bessere Ideen. Das gilt vor allem in der ersten Monatshälfte. Am 20. Juli ist der Neumond im Krebs, wie auch schon der Neumond zuvor mit der Sonnenfinsternis und beide betonen beim Löwe-Kollektiv die Heilerachse im Horoskop. Vielleicht steht es für euch an, seelische Verletzungen, über die ihr mit niemandem redet, innerlich anzunehmen und zu heilen. Ansonsten sind das auch gute Konstellationen für Heilrituale und Meditationen. Anregungen dazu findet ihr auch in meinem Video über die Sonnenfinsternis. Am 22. Juli um 10.37 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Löwe und aktiviert dann für 4 Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Falls ihr jetzt Geburtstag habt, eignet sich der 25. sehr gut für eine Party. Gegen Ende des Monats wird die Sonne mehr und mehr den Uranus aktivieren. Dann müsst ihr mit unerwarteten Wendungen und Planänderungen rechnen. Seid dann besonders bei beruflichen Entwicklungen sehr aufmerksam, damit ihr nichts Wichtiges verpasst. In eurem Privatleben dürfte die Stimmung weiterhin sehr gut sein. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Die meisten großen Planetenplayer stehen weiterhin günstig zur Jungfrausonne. Und auch Saturn ist jetzt nochmal zurück in den Steinbock gelaufen und wird bis Jahresende gute Manifestationsaspekte für euch bilden. Trotzdem war und ist es nicht einfach, diese Chancen für das professionelle Fortkommen auch umzusetzen, einfach weil so wenig Planungssicherheit herrscht. Viele von euch, auch viele Jungfrau-Aszendenten, haben sehr darunter gelitten, dass sie in den letzten Wochen und Monaten kaum etwas vernünftig planen konnten. Dieser Zustand kann sich jetzt noch bis Mitte Juli hinziehen, dann wird der Merkur wieder direktläufig und dann sollte für euch mindestens 2 Monate alles wieder in den Vorwärtsgang gehen. Nur diejenigen, die direkt unter dem Einfluss von Neptun stehen, haben vielleicht weiterhin das Gefühl, mit vielen Unsicherheiten und Unklarheiten zu kämpfen oder mit undurchschaubaren Personen zu tun zu haben. Wer da genau betroffen ist und wie sich der Aspekt auswirkt, das habe ich ausführlich in meinem Jahrbuch beschrieben. Neptun ist aber ein so langfristiger Aspekt, dass sich auch eine Beratung lohnen würde, falls ihr merkt, dass ihr im neptunischen Nebel herumtappt. Der Mars befindet sich ab dem 28. Juni im Widder und bleibt dort aufgrund seiner Rückläufigkeit mehr als 6 Monate.
Beim Jungfrau-Kollektiv und bei den meisten Jungfrau-Aszendenten aktiviert er dabei das achte Haus, wo auch Chiron und Lilith stehen. Das bedeutet, dass nun Herausforderungen und Auseinandersetzungen bei festen Vereinbarungen, Verträgen und auch in festen Partnerschaften anstehen. Das muss nicht immer schlecht sein. Mars kann auch bewirken, dass man Themen, die immer unter den Teppich gekehrt wurden, endlich mal in Angriff nimmt. Aber die meisten Jungfraugeborenen sind halt empfindsam und harmoniebedürftig und tun sich schwer damit, in Auseinandersetzungen ihren Standpunkt zu verteidigen. Es könnte sein, dass ihr das jetzt lernen sollt. Sei es, dass ihr euch nicht von einem Versicherungsvertreter unnötige Verträge aufs Auge drücken lasst, oder sei es, dass ihr in euren festen Partnerschaften klar regelt, wer was bezahlt und wer welche Pflichten übernimmt. Auch Fragen der Gleichberechtigung können im Raum stehen. Zum Glück steht die Venus in Harmonie zu Mars und kann dabei helfen, auch engagiert geführte Auseinandersetzungen zu einem gemeinsamen Konsens zu bringen. Für die Singles stehen die Liebessterne recht romantisch und dabei spielt das Thema Freundschaft eine Rolle. Vielleicht stellen euch eure Freunde interessante Flirtkandidaten vor oder aus Freundschaft wird Liebe. Beruflich könnt ihr im Juli gut vorankommen, falls ihr nicht gerade Urlaub macht. Auch wenn der rückläufige Merkur in den ersten beiden Wochen noch für Verzögerungen und Missverständnisse sorgen kann, stehen dennoch die Zeichen auf Erfolg, und zwar auch finanziell. Besonders kreative Ideen, wie ihr euren Erfolg gestalten könnt, habt ihr wahrscheinlich rund um den Vollmond am 5. Juli. Verkünden solltet ihr jedoch eure Ideen erst ab Mitte Juli, wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Das beste Zeitfenster für gute vertragliche und finanzielle Abschlüsse ist zwischen dem 13. und 23. Juli. Am 20. Juli haben wir den Neumond und der fällt genau wie die Sonnenfinsternis vom Juni auch wieder ins Zeichen Krebs. Das bedeutet, dass im Bereich eurer Freundschaften, aber auch der gesellschaftlichen Gruppen, denen ihr euch zugehörig fühlt, wichtige Veränderungen und Transformationen anstehen. Das betrifft übrigens auch die Social Media. Ihr solltet besonders vorsichtig und euch bewusst sein, was ihr postet und eure Privatsphäre schützen. Die Konstellationen mit Mars zeigen an, dass es eventuell zu Konflikten zwischen Freundschaften und festen Beziehungen kommt. Beispielsweise, dass euer Partner jemanden aus eurem Freundeskreis nicht schätzt oder umgekehrt. Da gibt es eventuell in Zukunft einige Knoten zu entwirren. Am 22. Juli wechselt die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Löwe und aktiviert dann beim Jungfrau-Kollektiv für die nächsten 4 Wochen den Bereich der Spiritualität und des Rückzugs. Schaut doch mal, ob ihr gelegentlich mal die Möglichkeit habt, ungestört ein Sonnenbad zu nehmen. Das würde euch gut tun. Und für spirituelle Jungfrauen sind das gute Zeiten für Rituale. Die Liebessterne raten in der letzten Juliwoche zur Vorsicht, besonders falls es sich dabei um eine Liebelei mit jemandem handelt, mit dem ihr auch beruflich zu tun habt. Schaut euch das erstmal eine Weile an. Davon abgesehen stehen jedoch die meisten Planeten bis zum Monatsende in Harmonie zur Jungfrau-Sonne. Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Mit dem Eintritt von Mars in den Widder am 28. Juni beginnt ein halbes Jahr mit aufregenden Begegnungen für euch. Der Mars aktiviert euer kosmisches Partnerhaus, wo auch schon Chiron und Lilith stehen. Das bedeutet, Menschen, die ihr trefft und in euer Leben lasst, die lassen euch nicht kalt. Für Waagefrauen stellt der Mars männliche Verehrer dar, die euch vielleicht zunächst auf die Nerven gehen, sich aber auch als sehr reizvoll entpuppen können. Für Waage-Männer bedeutet die Lilith im Widder, dass sie interessanten und schwierigen Frauen begegnen, die sie herausfordern und faszinieren. Und die Anwesenheit von Chiron würde ich so deuten, dass solche Begegnungen sehr intensiv sind und euch mit Themen konfrontieren, die ihr vielleicht sonst unter den Teppich kehren würdet. Aber wenn ihr euch dem stellt, entfalten sie ein Potenzial der Heilung von Beziehungsthemen. Auf der konkreten Ebene können Chiron und Lilith im Partnerhaus allerdings auch anzeigen, dass Partner erkranken oder sich in Schwierigkeiten bringen und ihr müsst dann helfen. Natürlich kommt es auch sehr darauf an, in welches individuelle Haus diese Faktoren bei euch fallen. Doch vom Aspekt her stehen gewisse Herausforderungen rund um Partnerschaften und Begegnungen auf jeden Fall für euch in den Sternen. Das ist vielleicht nicht immer bequem und einfach, aber ihr könnt euch dabei weiterentwickeln und viel lernen. Für Singles ist das außerdem eine Zeit, wo die Chancen auf Flirts und eine neue Liebelei stark steigen, wobei euch ausgefallene und ungewöhnliche Typen besonders attraktiv erscheinen.
Jetzt im Juli ist sehr erfreulich, dass die Venus die ganze Zeit günstige Aspekte zu den Planeten im Widder bildet. Deshalb ist dieser Monat besonders schön zum Flirten und um die bereichernde und interessante Seite dieser Begegnungen zu genießen. Das gilt besonders, wenn ihr es schafft, kleinere oder größere Urlaubsreisen zu machen. Abgesehen von den aufregenden Begegnungen seid ihr aber auch beruflich und familiär gefordert. Also Langeweile kommt garantiert nicht auf. Gleich zwei Neumonde aktivieren euer Karrierehaus, nämlich die Sonnenfinsternis vom 21. Juni und auch der Neumond vom 20. Juli. Das heißt, für viele Waagen gibt es Veränderungen und Transformationen hinsichtlich ihrer beruflichen Ausrichtung. Das kann natürlich auch mit der Corona-Krise zusammenhängen, je nachdem, wie euer Business oder euer Job davon betroffen ist. Auch hier könnt ihr gerade im Juli gute Fortschritte machen, solange die Venus so günstig für euch steht. Der Vollmond am 5. Juli im Steinbock fällt in euren Familienbereich, wo die großen Player Jupiter und Pluto stehen. Und auch Saturn ist jetzt aus dem Wassermann nochmal zurück in den Steinbock gelaufen. Insofern aktiviert der Vollmond eigentlich alle wichtigen Themen für euch auf einmal. Beruf, Begegnungen, Partnerschaft und Familie. Also, wenn ihr nicht schlafen könnt, denkt über all das nach und wie ihr eure Kräfte demnächst einsetzen wollt. Und da auch Glücksplanet Jupiter im Familienhaus steht, könnt ihr seitens eurer Verwandtschaft auch mit Hilfe rechnen, falls ihr sie braucht. Für viele Waagen stehen auch wichtige familiäre Entscheidungen an, zum Beispiel, weil die Eltern alt werden und Hilfe brauchen. Gegebenenfalls muss der Partner mitziehen oder Rücksicht nehmen. Falls es dahingehend Wichtiges zu besprechen gibt, solltet ihr das im Juli in Angriff nehmen, solange die Venus so günstig steht. Dabei ist in den ersten beiden Wochen des Monats der Merkur noch rückläufig. Da solltet ihr die wichtigsten Dinge wenigstens kurzschriftlich festhalten, damit nichts vergessen wird und es keine Missverständnisse gibt. Ein gutes Zeitfenster für berufliche Erfolge und finanzielle Abschlüsse ist ab dem 13., wenn der Merkur wieder direktläufig ist, bis zum 23. Juli. Den ganzen Monat über habt ihr übrigens bei beruflichen Entscheidungen auch eine sehr gute Intuition und solltet ruhig auch auf euer Bauchgefühl hören. Am 20. Juni ist dann der zweite Neumond in diesem Jahr im Krebs und der fällt ebenfalls wieder in euer Karrierehaus. Die Konstellation legt nahe, dass es darum geht, eure Kraft und Energie richtig einzuteilen, nämlich zwischen eurem Beruf bzw. eurer Karriere und der Fürsorge für die Familie oder auch der Aufmerksamkeit für Immobilienthemen. Die können nämlich auch Zeit und Nerven fordern. Denkt dabei auch an eure guten Beziehungen, denn ab dem 22. Juli, wenn die Sonne in den Löwen geht, aktiviert sie für 4 Wochen eure Freundschaften und beruflichen Netzwerke und das in einem günstigen Aspekt. Das heißt, ihr könnt mit Unterstützung und positiven Impulsen seitens solcher guten Kontakte rechnen. Das Wochenende am 25. und 26. Juli verspricht sehr prickelnde Liebes- und Partnerschaftssterne. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Viele kosmische Einflüsse befinden sich im Juli in Harmonie zu eurer Sonne. Auch Saturn wird am 2. Juli nochmal aus der Spannung zum Skorpion herauslaufen und zurück in den Steinbock, wo er bis Dezember günstiger für euch steht. Der Monat beginnt mit äußerst prickelnden partnerschaftlichen Einflüssen, besonders falls ihr es vielleicht geschafft habt, euch ein Ticket zu einem Strand zu ergattern oder anderweitig Urlaub zu machen, dürftet ihr guter Stimmung sein und die Singles unter euch gehen sicherlich keinem Flirt aus dem Weg. Aber auch die fest liierten Skorpione haben angenehme Tendenzen, wenn sie etwas Schönes gemeinsam mit ihrem Schatz unternehmen. Die erste Woche mit dem Vollmondwochenende am 4. und 5. Juli ist dahingehend besonders prickelnd. Der Mars beginnt am 28. Juni seinen halbjährigen Transit durch den Widder und das betrifft bei euch den Bereich Job, Alltag und Gesundheitsroutinen. Da kommt jetzt so richtig Pfeffer rein und es kann gut sein, dass ihr in all diesen Bereichen für eine Weile nicht so recht zur Ruhe kommt. Nicht nur Mars, auch Chiron und Lilith stehen ja im Widder und das ist eine ziemlich heiße Mischung. Gesundheitlich kann das bedeuten, dass ihr verstärkt zu Allergien und Entzündungsreaktionen neigt. Und im Job kann es heiß hergehen, wenn ihr mit ungeduldigen oder störrischen Kollegen zu tun habt, so dass ihr nicht im eigenen Tempo arbeiten könnt.
Jetzt im Juli ist das aber alles abgemildert durch einen guten Einfluss der Venus. Das heißt, anfangs sind diese neuen Entwicklungen wahrscheinlich noch recht gut zu handeln und man kann die Chance nutzen, beispielsweise neue Kolleginnen und Kollegen erstmal freundlich kennenzulernen. Erste Konflikte können sich allerdings im Juli schon zeigen, wenn es darum geht, wer wann Urlaub bekommt. Achtet also darauf, dass ihr den euch zustehenden Urlaub auch bekommt und dass es keine Missverständnisse diesbezüglich gibt, zum Beispiel indem Daten verwechselt werden. Das kann nämlich gut sein, denn der Merkur ist noch rückläufig bis zum 12. Juli. Danach kommt ein gutes Zeitfenster vom 13. bis zum 23., in dem man Einigung erzielen und Abschlüsse tätigen kann. Gut möglich, dass ihr aus Entwicklungen am Arbeitsplatz, die euch zunächst unangenehm erscheinen, einen finanziellen Vorteil herausschlagen könnt. Schaut doch mal, was da für euch drin ist. Vielleicht hat es auch was mit einem Gesundheitsthema zu tun, etwa, dass ihr eine Kur bewilligt bekommt. Wenn ihr fest liiert seid, scheint euer Schatz da auch eine Rolle zu spielen. Jedenfalls könnt ihr ihn jederzeit um Rat fragen und er oder sie wird euch gerne unterstützen. Am 20. Juli ist dann der zweite Neumond des Jahres, der in den Krebs fällt. Dort hat sich auch schon die Sonnenfinsternis vom 21. Juni ereignet. Beides aktiviert bei euch das kosmische neunte Haus der Pläne und der Perspektiven und auch der Fernreisen. Da können sich größere Entwicklungen und Transformationen für euch ergeben. Es kann ja zum Beispiel gut sein, dass ihr durch die Corona-Krise genötigt wart oder seid, eure Pläne zu ändern und das kann natürlich auch eure Zukunft beeinflussen. Doch stehen diese Konstellationen günstig zur Skorpionsonne, sodass ich vermute, dass ihr eure typischen Kräfte zum Krisenmanagement gut aktivieren könnt. Man muss ja ganz ehrlich sagen, dass viele Skorpiongeborene ihre wahren Stärken erst dann entfalten, wenn größere Krisen sie herausfordern. Insofern wird euch bestimmt was Gutes einfallen, wie ihr mit euren persönlichen Herausforderungen umgehen könnt. Und dadurch werdet ihr euch enorm weiterentwickeln. Am 22. Juli geht die Sonne dieses Jahr in den Löwen und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer kosmisches Karrierehaus. Und falls ihr keinen Urlaub habt, werdet ihr dann wahrscheinlich beruflich gut vorankommen. Bis zum Monatsende gibt es allerdings noch einige Spannungen am Himmel. Die betreffen möglicherweise Kollegen von euch oder es gibt Änderungen der Abläufe am Arbeitsplatz. Auch eine Liebesbegegnung könnte euch in diesen Tagen plötzlich den Kopf verdrehen. Jedenfalls gibt es einige unberechenbare Entwicklungen. Doch selbst wenn es dann zum Teil stressig wird, lohnt es sich für euch, am Ball zu bleiben. Es ist nämlich gut möglich, dass ihr den Überblick behaltet und helfend eingreifen könnt. So mancher Skorpion wird zum Monatswechsel seine Fähigkeit zum Krisenmanagement und zur Führungspersönlichkeit ausspielen können. Das wird auffallen und ihr könnt damit auch Punkte für später sammeln. Hallo, ihr charmanten Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Für euch entwickeln sich die Tendenzen insgesamt recht positiv. Die Venus steht noch einen weiteren Monat in eurem kosmischen Partnerhaus und begünstigt Flirts und geselliges Zusammensein mit netten Leuten. Der Mars beginnt am 28. Juni seinen mehr als 6-monatigen Transit durch das Zeichen Widder und steht während der ganzen Zeit günstig zur Schützesonne im Haus der Lebensfreude und Kreativität. Jetzt im Juli verbindet er sich dabei auch noch mit der Venus. Ich möchte also die Vorhersage wagen, dass es für euch ein sehr prickelnder Monat wird, sowohl in erotischer Hinsicht als auch für Kreativprojekte und ganz allgemein für eure Vitalität und Lebensfreude. Auch für sportliche Experimente stehen die Sterne super. Falls ihr zum Beispiel schon mal länger eine neue Sportart ausprobieren wolltet, wäre jetzt die richtige Zeit dafür. Weil auch Chiron mit dabei steht, kann für viele von euch sportliche Betätigung regelrecht heilsam wirken. Auch die Lilith steht in diesem Bereich günstig für euch. Das fördert die Möglichkeit, eine heiße Affäre zu beginnen. Und wenn ihr alleinstehend oder glücklich liiert seid, könnt ihr diese Kräfte auch in künstlerische oder kreative Bahnen lenken und werdet dabei sehr inspiriert sein. Wermutstropfen sind die Spannungen zum Merkur, der in den ersten beiden Wochen noch rückläufig ist und bei euch im Bereich der festen und verbindlichen Partnerschaften und Verträge steht. In der ersten Monatshälfte solltet ihr deswegen möglichst keine Verträge unterschreiben.
Auch Absprachen mit dem festen Schatz können sich noch als unzuverlässig erweisen. Dahingehende Probleme können sich zu Vollmond am 5. Juli zeigen. Der fällt nämlich bei euch auf die Geld- und Werteachse. Da solltet ihr Grundsatzdiskussionen über das Geld vermeiden. Lieber schöne Dinge gemeinsam unternehmen oder sich Zeit für die Liebe nehmen. Das verbindet jetzt mehr als Verträge, die auf dem Papier stehen. Ab dem 12. Juli wird der Merkur wieder direktläufig, doch es besteht weiterhin die Gefahr, dass man sich in emotionalen Gesprächen streitet. Bei Auseinandersetzungen kann es zum Beispiel darum gehen, dass ihr Geld und Energie in persönliche Hobbys oder Herzensprojekte stecken wollt und euer Partner sich demgegenüber ausgeschlossen fühlt. Im schwierigsten Fall habt ihr vielleicht fremdgeflirtet und deshalb droht Ärger. Versucht, auf Zeit zu spielen und Gespräche über heikle Themen noch ein wenig hinauszuzögern. Im August wird es einfacher, sich zu einigen. Besser sind die Konstellationen für die Schützen zu handeln, die frei und ungebunden und niemandem Rechenschaft schuldig sind. Beruflich ist der Monat besonders ergiebig für euch, wenn ihr kreativ arbeitet. Auch wenn ihr im Heilberuf tätig seid, könnt ihr einen Durchbruch erzielen, besonders bei Methoden und Heilansätzen, die ihr selbst entwickelt habt. Auch Meetings dürften gut verlaufen, da man sich gegenseitig inspiriert und die Stimmung heiter ist. Das beste Zeitfenster für Abschlüsse und Ergebnisse, auch in finanzieller Hinsicht, ist zwischen dem 13. und 23. Juli. Am 20. Juli haben wir den zweiten Neumond im Krebs. Hier fand nämlich auch schon die Sonnenfinsternis mit dem Neumond vom 21. Juni statt. Und beides aktiviert bei euch den Bereich der Verträge und Verbindlichkeiten hier im 8. Haus. Und da können größere Transformationen stattfinden. Wenn ihr in einer festen Beziehung seid, denkt ihr vielleicht über Heiratspläne nach oder über eine wichtige gemeinsame Anschaffung. Für Alleinstehende ergeben sich Überlegungen, wie sie sich finanziell für die Zukunft absichern und ob sie in Finanzprojekte mit einsteigen sollten. Dafür könnt ihr auch dieses Zeitfenster vom 13. bis 23. nutzen. Ansonsten auch wieder die Zeit ab dem 8. August. Am 22. Juli geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Löwe und sie aktiviert dann in den kommenden 4 Wochen bei euch das 9. Haus der Perspektiven und der Pläne und des Fernwehs. Außerdem wird die Sonne dann in den Tagen darauf ins Quadrat zu Uranus laufen. Und das ist dann nochmal eine Phase, so ungefähr vom 25. Juli bis zum 8. August. Die ist dann nochmal mit Vorsicht zu genießen. Denn da könntet ihr finanzielle Angelegenheiten falsch einschätzen. Vielleicht versucht man da auch, euch über den Tisch zu ziehen. Und für die Liebe ist diese Zeit ebenfalls möglicherweise verwirrend. Einerseits sehr romantisch und außerdem auch mit der Chance verbunden, einen Seelenpartner zu treffen. Denn die Venus wird sich Anfang August mit dem Mondknoten verbinden. Andererseits auch schwierig zu durchschauen, denn die Venus macht nochmal einen Aspekt zum Neptun. Der klassische Fall wäre, dass man jemanden trifft, von dem man spürt, dass es ein Seelenpartner ist, aber einer oder beide Seiten sind bereits anderweitig gebunden. Also, wenn ihr dann jemanden kennenlernt und euch verliebt, solltet ihr die 90-Tage-Regel einhalten und 3 Monate abwarten, bevor ihr euch tiefer einlasst. Das gilt übrigens auch für gebundene Schützen, die in dieser Zeit interessante Menschen kennenlernen. Die können sich nämlich als wichtig für den weiteren Lebensweg erweisen, zum Beispiel als gute Freunde oder beruflich interessante Kontakte. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Es tut sich eine Menge im Horoskop für euch. Der Mars beginnt am 28. Juni seinen mehr als 6-monatigen Transit durch den Widder, wo er sich mit Chiron und Lilith treffen wird. Und am 2. Juli wandert Saturn zurück in den Steinbock. Dort bleibt er bis zur Wintersonnenwende, ehe er dann endgültig in den Wassermann weiterzieht. Die versammelte Planetenmannschaft von Jupiter, Saturn und Pluto im Steinbock bekommt dann im Laufe der nächsten Monate Spannungsaspekte vom Mars. Das heißt, auf die Steinböcke kommen einige Herausforderungen in Form von Konflikten zu, die es zu meistern gilt. Dabei wandert der Mars durch euer kosmisches 4. Haus der Familie und der Herkunft. Das lässt vermuten, dass es in diesem Bereich einiges zu tun gibt. Vielleicht habt ihr vor, zu renovieren oder generell etwas bei euch zu Hause umzubauen und zu verändern. Möglich auch, dass bei euch im Haus Bauarbeiten durchgeführt werden, die sind dann nervig und laut und das frustriert euch. Es kann auch sein, dass ihr Familienverantwortung übernehmen müsst. Immerhin steht ja auch Chiron dabei. Das kann Familienangehörige anzeigen, die erkrankt sind oder der Hilfe bedürfen.
Mars und Lilith zeigen möglicherweise auch renitente Kinder und Jugendliche an, die sich nicht an Regeln halten wollen und ihre eigenen Wege gehen. Psychologisch bedeutet das Mars-Quadrat, dass ihr schneller gereizt seid und die Geduld verliert. Je nachdem, in welches Haus der Mars bei euch im individuellen Geburtstagshoroskop fällt, wird er natürlich dann auch Konflikte anzeigen, die damit zu tun haben. Da käme es für euch eventuell in Frage, mein neues Produkt mit der Mars-Analyse zu bestellen. Da gibt es eine schriftliche Auswertung mit der Hausposition und den Aspekten des Mars. Könnt ihr auf meiner Homepage bestellen. Jetzt im Juli ist aber erstmal alles halb so wild, weil der Mars die ganze Zeit einen besänftigenden Aspekt von der Venus empfängt, wodurch es leichter fällt, Kompromisse zu schließen und praktische Lösungen zu finden. Dabei steht die Venus bei euch im Bereich des Berufsalltags. Und so werden manche Steinböcke sich wahrscheinlich am Arbeitsplatz wohler fühlen als zu Hause, wenn es dort stressig wird. Für die Liebe ist wichtig, dass euer Partnerhaus schon durch den letzten Neumond im Juni mit der Sonnenfinsternis stark aktiviert wurde. Und jetzt steht dort die Sonne im Krebs und außerdem auch der rückläufige Merkur. An dem Vollmondwochenende vom 4. und 5. Juli aktiviert der Mond im Steinbock die ganzen Konstellationen, auch noch mit Mars. Das könnte einen Vorgeschmack auf mögliche Konfliktsituationen mit sich bringen. Achtet mal genau drauf, was sich euch dann zeigt und wie ihr damit umgeht. Rechnet auf jeden Fall damit, dass euer Gegenüber beleidigt und empfindlich reagiert, wenn ihr zu ruppig seid oder zu sehr mit euch selbst beschäftigt. Zum Glück steht der Uranus günstig. Deshalb wäre mein Tipp, heikle Themen erstmal zu umgehen und lieber etwas Schönes und Originelles mit eurem Schatz zu unternehmen. Das verbindet mehr als eine Grundsatzdiskussion. Und auch wenn der Mars zu drängen scheint, bestimmte Probleme im Familienkreis anzusprechen und in Angriff zu nehmen, muss man dabei doch sehr auf die Gefühle aller Beteiligten achten. Wenn ihr Single seid, bringt Uranus vor allem in der ersten und der letzten Woche des Monats die Chance auf heiße Flirts mit ungewöhnlichen Leuten. Und am Arbeitsplatz kann es sogar den ganzen Juli über knistern. Am 12. Juli wird der Merkur wieder direktläufig, aber noch stehen Problemgespräche unter schwierigen Sternen. Gut dran sind alle Steinböcke, die einen einfühlsamen und verständnisvollen Partner haben, mit dem sie sich besprechen können, was zu tun ist, wenn der Haussegen schief hängt. Das beste Zeitfenster für solche Gespräche und auch um den Familienrat einzuberufen ist zwischen dem 13. und dem 23. Juli. Am 20. Juli haben wir den zweiten Neumond in diesem Jahr im Krebs und das betont noch einmal, wie wichtig Partnerschaften und Beziehungen in eurem Leben sind. Wenn ihr noch Single seid und jemanden kennenlernt, müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht zu sehr über euch selbst und eure Probleme redet. Damit könntet ihr die Person verschrecken. Lieber die Uranus-Energie einsetzen und etwas Ungewöhnliches Neues machen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch im Autokino oder Autokonzert? Das ist ja eine der originellen Auswirkungen der Corona-Krise, diese Autokonzerte. Finde ich genial. Auch der feste Partner freut sich, wenn ihr mal das Grübeln über die Zukunft und den Erfolg weglasst und einfach mal was Witziges zu zweit unternehmt. Zumal ab dem 22. Juli die Sonne in den Löwen geht und dann bei den Steinböcken den Bereich der festen und verbindlichen Beziehungen mit einer schönen Energie erfüllt. In der letzten Woche habt ihr besonders intuitive Aspekte. Wenn ihr dann in einer Sache nicht weiterkommt, verlasst euch ruhig auch mal auf euer Bauchgefühl. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Für euch stehen viele kosmische Faktoren positiv. Der Mars beginnt am 28. Juni seinen sechsmonatigen Transit durch den Widder und dabei wird er einen unterstützenden Aspekt zur Wassermannsonne bilden. Er läuft bei euch durch das kosmische dritte Haus der Kommunikation, wo auch schon Chiron und Lilith stehen. Das sind anspruchsvolle Konstellationen, die euch gedanklich inspirieren, etwas zu verändern und zu heilen. Diese Aspekte sind sehr schön für alle Wassermänner, die als Evolutionsagenten unterwegs sind, also als Coaches, Heiler, Sozialarbeiter oder auch spirituelle Berater. Wahrscheinlich finden jetzt ungewöhnliche und interessante Menschen zu euch, die einerseits euren Rat und Hilfe suchen, andererseits aber ganz schön dickköpfig sein können. Oder seid ihr es selbst, die in Teammeetings und Besprechungen eigensinnig sind und interessante Ideen vertreten? In dem Fall könnte es jetzt im Juli zu Reibereien mit Kollegen kommen, die zu ängstlich sind, um sich euren Ideen anzuschließen. Wenn ihr aber selbst entscheiden könnt oder zum Beispiel schreibend tätig seid oder bloggt oder in den Social Media aktiv seid,
werden die Konstellationen euch anspornen, spannende Themen aufzugreifen, die kontrovers diskutiert werden. Der Mars im dritten Haus bedeutet, man geht keiner Diskussion aus dem Weg und hat auch kein Problem damit, wenn die eigene Meinung erstmal auf Widerstand stößt. Wenn ihr Geschwister habt, kann der Mars-Transit Konflikte mit diesen anzeigen, die sich aber lösen lassen, wenn man gemeinsam aktiv wird. Generell gilt jetzt im Juli, dass man Grundsatzdiskussionen und gegenseitige Vorwürfe vermeiden sollte. Der Merkur steht im Krebs und ist in den ersten beiden Wochen des Monats auch noch rückläufig. Da muss man dann jeden mit Samthandschuhen anfassen und wenn man nicht aufpasst, ist man schnell in ein Fettnäpfchen getreten. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Besonders zu Vollmond am 5. Juli, da liegen bei vielen die Nerven blank. Für die Liebe ist sehr günstig, dass die Venus noch einen weiteren Monat schöne Aspekte aus eurem fünften Haus der Lebensfreude ausbildet. Wenn ihr einen Liebespartner habt, solltet ihr viel Spaß miteinander bekommen. Und falls ihr noch Single und auf der Suche seid, ist das eine sehr schöne Flirtkonstellation. Aber achtet beim Flirten und im Umgang mit eurem Schatz darauf, dass ihr nicht nur über eure eigenen Ideen redet, sondern auch zuhört. Beruflich ist wichtig zu wissen, dass der Saturn sich am 2. Juli nochmal aus eurem Zeichen zurückzieht bis Dezember. Dann wird er endgültig in den Wassermann gehen. Es kann sein, dass langfristige Projekte, die ihr in den letzten 3 Monaten begonnen hattet, sich erstmal nicht weiterzuentwickeln scheinen. Gebt dann nicht auf. Gut möglich, dass sie zum Jahresende hin wieder aufgegriffen werden. In eurem Berufsalltag scheint es einige Umstrukturierungen zu geben. 2 Neumonde fallen hier hinein, nämlich die Sonnenfinsternis vom 21. Juni und auch der nächste Neumond am 20. Juli. Wenn ihr also nicht gerade Urlaub habt, gibt es wahrscheinlich viel zu tun, vor allem auch an Details zu arbeiten oder Abläufe neu zu gestalten. Vielleicht hat ja auch die Corona-Krise es notwendig gemacht, dass ihr euch zum Beispiel auf Homeoffice umstellt. Auch gesundheitlich können die Konstellationen einen Neuanfang anzeigen, etwa weil ihr endlich mal einen dringend benötigten Arztbesuch oder eine Therapie in Angriff nehmt. Ein gutes Zeitfenster für solche Anpassungen und gegebenenfalls auch Anschaffungen ist ab dem 12. Juli, wenn der Merkur wieder direktläufig wird, und bis zum 23. Juli. Am 22. Juli geht die Sonne dieses Jahr in den Löwen und aktiviert dann für 4 Wochen euer kosmisches Partnerhaus. Gemeinsam mit der günstig stehenden Venus erhöht das für die Singles die Chancen, nette neue Leute kennenzulernen. Gleichzeitig ergibt sich allerdings auch ein Spannungsaspekt mit Uranus. Ihr müsst zum Monatsende hin mit Planänderungen rechnen, zum Beispiel durch eine unerwartete Begegnung, wegen der ihr eure Termine über den Haufen werft. Diejenigen von euch, die längerfristig unter dem Einfluss von Uranus stehen, bekommen dann für ihre Vorhaben nochmal extra Schwung. Dabei verweisen die Planeten auf eure Partnerschaft und auf eure Wohnsituation. Unter diesem Aspekt seid ihr vielleicht geneigt, spontan Entscheidungen mit größeren Konsequenzen zu treffen, wie zum Beispiel zusammenzuziehen oder auseinanderzuziehen. Gegebenenfalls wartet vielleicht ab bis Mitte August, dann sind die Konfliktaspekte erstmal vorbei und ihr könnt schauen, ob ihr dann immer noch dazu steht. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Am 28. Juni verlässt der Mars euer Zeichen Fische und beginnt seinen mehr als 6-monatigen Transit durch den Widder. Für die Fischegeborenen ist das kollektive zweite Haus des Geldes und des Selbstwerts. Das Thema ist also, dass ihr euch stärker für das einsetzt, was euch zusteht. Es kann sehr gut sein, dass während dieser Zeit Außenstände hereinkommen und dass ihr energischer als sonst darauf bedacht seid, anständig und pünktlich bezahlt zu werden. Umgekehrt solltet ihr auch selbst Schulden zurückzahlen. Chiron und Lilith sind daran auch beteiligt und können darauf hinweisen, dass ihr euch finanziell für Leute einsetzt, die in Schwierigkeiten sind. Oder es geht um die finanzielle Gleichstellung mit männlichen Kollegen. Dabei raten die Sterne, besonders vorsichtig und achtsam zu sein, wenn Freundschaften im Spiel sind. Sei es, dass ihr Freunden Geld leiht oder selbst Freunde anpumpt. Das birgt Konfliktstoff. Es kann auch sein, dass Leute aus eurem Netzwerk euch ein bisschen unter Druck setzen und bei irgendeiner Sache unbedingt dabei haben wollen. Wenn ihr das nicht wollt, dann lasst euch auch nicht dazu überreden. Jetzt im Juli gibt es dagegen Anzeichen dafür, dass ihr seitens eurer Familie die Anerkennung bzw. finanzielle Unterstützung bekommt, die euch zusteht. Die Venus wird noch einen weiteren Monat in eurem kosmischen 4. Haus,
der Familie und des Heims verbringen, das ist recht erfreulich. Gut möglich, dass netter Besuch kommt und Geschenke mitbringt. Ist auch ein schöner Aspekt, um gemeinsam mit dem Schatz Anschaffungen für ein gemütliches Heim zu machen. Aber wartet nicht, bis andere alles machen, ergreift auch selbst die Initiative. Übrigens kann die Verbindung von der Venus zum Mondknoten an dieser Stelle auch bedeuten, also das wird dann so Ende Juli, Anfang August sein, das kann auch bedeuten, dass ihr Familienzuwachs bekommt, vielleicht ein Kind oder ein Enkelkind und wahrscheinlich ein Mädchen. Ihr könnt mir ja mal zurückmelden, ob sich da was bei euch getan hat. Die Liebessterne stehen weiterhin ziemlich prickelnd für euch. Euer fünftes Haus der Lebensfreude und der Affären wird gleich zweimal vom Neumond aktiviert. Sowohl von der Sonnenfinsternis am 21. Juni als auch vom Neumond am 20. Juli. Die Konstellationen lassen euch sehr verführerisch wirken und begünstigen den Beginn einer heißen Affäre. Wenn ihr schon einen Liebespartner habt, seid ihr in erotischer Hinsicht besonders kreativ und bezaubernd. Der Vollmond am Wochenende vom 4. und 5. Juli aktiviert diese verführerischen Tendenzen. Da solltet ihr euch Zeit für die Liebe nehmen oder für ein schönes Ritual oder ein kreatives Projekt. In den ersten beiden Wochen des Monats ist der Merkur noch rückläufig. Da solltet ihr darauf achten, dass es nicht zu Missverständnissen kommt oder ihr Verabredungen verpasst. Aber insgesamt dürften Spaß und Lebensfreude nicht zu kurz kommen. Beruflich seid ihr besonders erfolgreich, wenn ihr einen kreativen Job habt und selbstbestimmt arbeiten könnt. Und wenn ihr in einem Heilberuf arbeitet, habt ihr den ganzen Monat über eine ganz tolle Intuition dafür, was eure Patienten und Klienten brauchen. Am 12. wird der Merkur wieder direktläufig, dann gibt es ein gutes Zeitfenster bis zum 23. Juli für finanzielle Absprachen und familiäre Angelegenheiten. Am 20. ist dann, wie gesagt, der zweite Neumond im Krebs, der erneut bei euch den Bereich der Kreativität, Lebensfreude und Liebeslust anregt hier im fünften Haus. Am 22. Juli geht die Sonne dieses Jahr in den Löwen und aktiviert dann für 4 Wochen euer kosmisches Berufshaus. Bis Ende des Monats kann es bei der Arbeit unerwartete Wendungen und Neuentwicklungen geben. Ihr seid außerordentlich inspiriert und voller guter Ideen, aber es kann etwas schwierig werden, alles in die bisher bekannten Abläufe zu integrieren. Ihr müsst dann gewissermaßen aufpassen, dass ihr mit euren Impulsen kein Chaos stiftet, sondern dass ihr richtig verstanden werdet. Möglich auch, dass es heiße Diskussionen um die Bezahlung gibt, denn der Mars in eurem Geldhaus ist zum Monatsende sehr aktiv. In der Liebe sind es einige Tage, in der die Verwirrung und Verpeiltheit der letzten Monate nochmal hochkommen können, denn die Venus bildet dann nochmal eine Spannung zu Neptun, bevor sie ins Zeichen Krebs weiterzieht. In der Zeit zwischen dem 23. Juli und Anfang August können Situationen deshalb undurchschaubar sein, und zwar in der Liebe, aber auch euer Heim betreffend. Da solltet ihr mit Entscheidungen, die weitreichende Konsequenzen haben, vorsichtig sein. Ab dem 8. August seht ihr klarer, dann steht die Venus für einen ganzen Monat super günstig für euch. Mehr dazu dann in meinem nächsten Video. Und hier kommt der Serviceteil mit der Verlosung und meinen neuesten Infos für euch. Falls ihr Beratungsbedarf habt, könnt ihr mit mir persönlich sprechen, am Telefon oder per Zoom-Meeting. Die Beratungsangebote findet ihr auf meiner Homepage. Oder ihr ruft meine unentbehrliche Assistentin Sonja an und alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier oder unten in der Videobeschreibung. Ich habe es ja schon ausführlich erzählt, der Mars beginnt am 28. Juni seinen super wichtigen Transit durch den Widder und wird dort besonders starke Kräfte entfalten. Für alle, die mehr darüber wissen wollen, was jetzt durch den Mars-Transit auf sie zukommt, habe ich ein neues Produkt entwickelt, die schriftliche Mars-Analyse. Darin erhaltet ihr eine Auswertung, welchen Bereich eures Horoskops der Mars-Transit während der nächsten 6 Monate aktivieren wird und welche wichtigen Aspekte er dabei zu euren Planeten bildet. Könnt ihr auch ab sofort über meine Homepage bestellen. Der nächste Livestream findet am 8. Juli um 21 Uhr statt und dann heißt es, wer passt zu wem, diesmal wer passt wie zum stolzen Löwen. In dem Livestream verlose ich auch ein schriftliches Horoskop und wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt, meldet euch bitte vorher an. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aus aktuellem Anlass verlose ich dann in diesem Monat auch eine der neuen Mars-Analysen, damit ihr gewappnet seid für diesen super langen und seltenen Mars-Transit in der zweiten Jahreshälfte 2020. Mitmachen ist ganz einfach.
Ihr braucht mir nur einen netten Kommentar zu posten und meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, freue ich mich sehr, wenn ihr meine Videos über eure Social Media teilt. Wenn ihr beim Abo das Glöckchen oben rechts aktiviert, werdet ihr auch immer automatisch benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Unbedingt anschauen solltet ihr euch das Video über den aktuellen Mondzyklus mit der Bedeutung der Sonnenfinsternis. Die wirkt sich nämlich auch für die kommenden Monate noch aus. Wichtig sind auch die Mondknoten. Mehr dazu gibt es in dem Video Back to School. Alles Gute mit den Sternen und bleibt weiterhin gesund.